Ihr schaut gerade das Unboxing von Black Monsters Soul Calibur, die Collector's Edition. Damit herzlich willkommen, mein Name ist Black Monster. Und wie ihr seht, habe ich mal wieder eine neue Version von einem PlayStation 3 Spiel bekommen. Und zwar Soul Calibur 5, die Collector's Edition. Dann wollen wir uns nochmal direkt mal anschauen. Ich mach das jetzt mal weg, ich mach das mal so. Weil ich habe keine zwei Hände. Ich muss echt mal ein Stativ oder sowas haben für dieses. Na komm. Komm raus. Ich soll ich nur ungern hinlegen. Na, ich muss das anscheinend doch meinen. Ich muss euch mal hinlegen. So. Haben wir ganz schnell gemacht. Hier sehen wir das Buch von vorne. Sozusagen das Soul Calibur 5 Buch. Nochmal von der Seite, hier sieht er auch nochmal das Soul Calibur 5. Sieht so ein bisschen aus wie ein ganz altertümliches Buch. Recht schick gemacht, ist auch ziemlich edel, hier ist eingeprägt. Man muss mal den Inhalt anschauen. Und zwar haben wir hier die Making of DVD von Soul Calibur 5. Dann haben wir hier so ein Bild. Original gezeichnetes Bild. Ja, schick gemacht, sieht man auch, richtig edel gezeichnet. Lege ich mal so hin, so ich hier wieder reintun kann. Dann haben wir hier den Brief, der dabei kam. Könnt ihr ja durchlesen, wenn ihr wollt. Ich lese das jetzt nicht alles drauf, bin ich ehrlich gesagt zu voll für. Ist auf jeden Fall von den Entwicklern. Da unten habt ihr auch noch die Twitter-Adresse von den Typen. Falls ihr ihn verfolgen wollt. Dann haben wir hier das Soul Calibur 5. Die Artbook. Machen wir mal, da haben wir auch noch das Spiel. Schauen wir mal ein bisschen hier durch. Ja, knackt schon mal wie ein Buch. Hier noch Inhalte, also sind die Charaktere einzeln mit einzelnen Zeichnungen. Track auch am Ende die Trackliste von den Leuten. Hier haben wir sie, die Sufitia Nachfolgerin sozusagen. Wie alt ist die gute dann? 20. Hier haben wir sie. Dann den Typen, der so ein bisschen aussieht wie von Tech Tournament Unknown. Steht auch da oben, Name Unknown, aber nennt sich selber 2. Ja. Sieht schon recht schick aus. Ja. Ich glaube, dieses Bild gehe ich das letzte Mal besonders drauf ein. Ja. Schickes Artbook. Schick, muss ich sagen. Aber mehr zeige ich jetzt auch nicht unbedingt. Jetzt zeige ich noch das Spiel. Obwohl, ich könnte noch die Trackliste gerade zeigen. Und die müsste nämlich hier auf der letzten Seite, wisst ihr schon. Ja. Trackliste von dem einzelnen Spiel. Von den einzelnen Liedern. Von der Soundtrack CD, die hier dabei ist. Ist tatsächlich mal eine CD bei. Wundern einen richtig. Legen wir das erstmal zur Seite. Dann haben wir hier das Spiel. Soul Calibur 5, das ganz normale Cover. Hier auch nochmal von hinten. Wenn ihr einen im Hintergrund hört, dann ist das mein Ventilator. Denn da kommt alles ziemlich warm, oder? Wenn das Wetter nicht so aussieht, die Anleitung. Das Spiel selber und dann haben wir hier Original Soundtracks, die Soundtracks CD von Soul Calibur 5. Habe ich übrigens in dem Unboxing von German Snake gesehen, dass er da ist. Wie gesagt, das Handbuch und dann haben wir hier die Add-ons,
zeige ich euch auch den Hintergrund, weil den Code habe ich schon eingegeben, kann ich den Code ruhig zeigen. Bin es auch nochmal in Szene gezeigt, da unten wäre auch der Code gewesen. Ja, ich würde sagen, das war das Unboxing. Tue ich noch schnell alles zusammenräumen. Die CD lasse ich draußen. Und den Rest tue ich hier zusammen. So. Das kommt hier zusammen, dann kommt hier das hier zusammen. So. Das wieder rein, das wieder zu. Und ja. Ich würde sagen, das war das Unboxing von Soul Calibur 5 der Collector's Edition. Und man sieht sich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.